Shalom, ich bin Dvorah Barzilai, Kursleiterin an der Volkshochschule Praterstern zur hebräischen Sprache. Ich bin auch Künstlerin, Bildhauerin und zurzeit auch Regisseurin. Ich wollte euch ein bisschen über die hebräische Sprache erzählen. Die hebräische Sprache ist verfügt von 22 Buchstaben. Man schreibt und man liest von rechts nach links. Die hebräische Sprache ist eine ganz alte Sprache, die Sprache der Bibel. Man hat immer geschrieben, kommentiert, gebetet und Lieder geschrieben in der hebräischen Sprache. Im 19. Jahrhundert hat sich entwickelt die hebräische Sprache zur Alltagssprache. Ben Yehuda und Bialik haben sehr viele neue Wörter in die Sprache hineingebracht. Zum Beispiel Computer, Machschef, Denker. Oder bis heute, für die Corona, versucht man eine hebräische Wort, zum Beispiel Krone, Keter, Kateret. 2016 habe ich illustriert ein Agadah-Buch, ein Buch für Pesach. Der Agadah-Buch ist erzählt über den Auszug aus Ägypten. Wir beginnen mit den Kindern, die fragen, Manishtana. Manishtana bedeutet, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied dieser Abend von allen Nächten? Und dann, es ist verschiedene Poesie, verschiedene Gebete, verschiedene Psalmen. Wir sagen, jede Generation und Generation muss denken und erzählen ihre Kinder über den Auszug aus Ägypten. Und am Ende dieser Agada, am Ende dieser Abend, wir singen über die Ziege, Chad Gadia, über die einzige Ziege. Das vergleicht man zu Volk Israel, die durch die ganze Historie hat sehr viele Schwierigkeiten gehabt, aber trotzdem ist geblieben. Dieses Jahr werden wir in eine Kernfamilie feiern, aber ich hoffe, dass nächstes Jahr wir werden wirklich in eine große Freude und eine große Familie feiern. Ich wünsche alle einen schönen Pesachfeiertage und einen schönen Ostern.